Sie kommen aus 7 verschiedenen Regionen der Schweiz. Das Kochen ist ihre gemeinsame Leidenschaft. Und sie stellen sich im Wettbewerb um die beste Regionalküche. Sarah Farni aus dem bernischen Eritz. Aus dem Schaffhauser Klettgau die Regula Gisel. Diris Riatsch vom Unterengadin. Dann sind auch dabei Susanne Rusterholz aus dem Kanton Zürich. Esther Rindisbacher aus dem Emmital. Elsbeth Mattis aus dem Baselbiet. Und aus dem Wattland Barbara Bernegger. Das ist SRF bei den Leuten, Landfrauenküche. Samstagmorgen oberhalb vom Zürichsee mit Blick auf die Inseln Ufenau und Lützelau. Auf einer Sonnenterrasse vom Schattenufer, wie man hier oben sagt. Da liegt Schöneberg. Es ist die Heimat von der Susanne Rusterholz, die vor über 35 Jahren aus dem Schaffhausischen daherin ist. Dann hat sie auch nicht gedacht, dass sie einmal Gastgeberin für 6 Landfrauen würde, wie heute Abend. Fast ein Grund, um ein bisschen nervös zu werden, wenn sie nicht einen Glücksbringer hat. Ich bin heute Morgen aufgestanden und dann ist es mir ganz gut gegangen. Und dann bin ich unter der Dusche in einer Ruhe und dann habe ich schnell gemerkt, dass es so anfängt, ein bisschen nervös zu werden. Ich dachte, es kann ja nicht vom Kaffee sein. Und nachher ist mir in den Sinn gekommen, dass ich eine Glücksuhr habe, die ich angezogen habe, die mich schon manchmal begleitet hat und mir Glück gebracht hat. Und jetzt bin ich ganz ruhig. Der Garten ist für Susanne wichtig und sie ist stolz darauf, was er immer wieder hergibt. Darum spielt er für ihr Menü heute Abend auch eine wichtige Rolle. Die Tomaten sind schon ein Teil des Hauptgangs. Zur gleichen Zeit ist das Postauto schon unterwegs. Für die Landfrauen ist es immer wieder ein Erlebnis, wenn sie am Samstag zu Hause von einer von ihren Kolleginnen lernen kennen und vor allem natürlich kochen. Bei Susanne sind sie sich in Bezug auf den Hauptgang ziemlich einig. Also ich denke, dass sie sicher etwas Schweiniges machen, weil sie ja ganz viel Säue und darum ist es für mich klar, dass es Schweiniges gibt. Ich könnte mir noch vorstellen, ein Fitnessteller sein, der immer von ihrem Turnverein erzählt, von der Frauenriege. Ein gutes Schweinschnitzel mit knackigen verschiedenen Saläten. Genau. Du musst den ja unter Schrank stellen, das ist der Kasone. Wieso? Susanne ist heute Abend für die Küche zuständig. Ihr Mann Hans-Heiri für einen Service. Weil er sich das nicht gewöhnt ist, gibt es ihm noch einen Service-Crashkurs. So gerade, sonst rutscht die Tomate ja, gerade fort. Ja, ich muss ein Tüchel und die Tüchel dicke. Tack, und ist aufeinander. Schau, darf ich dir schnell zeigen? Ich persönlich würde jetzt so. Er ist überzeugt, Susanne wird es schon richten. Sie gibt alles. Und ich probiere, dass ich es ihr nicht versiehe. Weil ich immer gesagt habe, hoffentlich fasst alles, was auch was nicht. Die Landfrauen haben es lustig miteinander auf der Postautofahrt. Sie kennen sich schon recht gut. Über Susanne sagen sie. Susanne ist eine taffe, bodenständige Frau, wo man gar keine Sorgen muss haben, dass sie einmal verlegen wäre um etwas. Also wenn ihr Susanne ihr Lachen gerade hört, das klingt mir gerade in den Ohren. Sie ist sehr ein fröhlicher Mensch, ich glaube sehr taff, kann gut organisieren und liebt ihre Enkelkinder über alles. Es ist 5 Uhr. Susanne vergibelt fast. Ja, hallo Regula, wie willkommen. Schön. Also, ich bin bereit. Super. Herrlich im Baby. Hallo Esther. Schön, dass du da bist. Ja, genau. Das ist meine Familie. Sie sind willkommen. Hallo.
Das ist mein Mann, der Hans Haie, der Hansi. Das ist meine Schwiegermutter Nana. Das ist meine Tochter Stefanie. Mit meinem Enkelkind Julia und das ist unser Losbub, der Kevin. Zum Apero gibt es Walliser Heida. Für Susanne eine Art Heimweh, weil sie regelmässig mit dem Hansi im Wallis in den Ferien ist. Hey, schön sind ihr da. Ich habe mich mega gefreut auf euch. Prost, Iris, Barbara, Sarah, Esther. Prost, Hansi. Danke vielmals für deine Mithilfe. Zum Essen gibt es Tomaten und Schinken, Käse, Grostini. Hansi oder Hansi? Darf ich Hansi schon sagen? Es ist morgen 6:45 Uhr. Stefanie, die Tochter von Susanne, verabschiedet sich von ihren Kindern und übergibt sie ihrer Grossmutter, der Susanne. Sie begleitet ihre Grosskind Julia und Kevin zur Postautohaltestelle. Der Hof auf der Ecke ist nämlich zu weit von der Schule zu Schönenbergen weg zum Laufen. Können wir mit dem Postauto haben, gell? Danke gleichfalls. Guten Morgen. Die 500 Muttersäue auf der Ecke haben es gut. Sogar eine Dusche können sie nehmen, wenn sie heiß haben. Susanne hat normalerweise nicht viel mit den Säuen zu tun. Um die kümmern sich ihr Mann und seine Mitarbeiter. Gleich sind sie auch ihr ans Herz gewachsen. Ich muss nicht mehr in den Stall, seit wir angestellt haben. Aber ich habe im Büro natürlich sehr viel Arbeit mit der Sau. Ich habe jeden im Sauerprogramm integriert. Ich erfasse jeden Wurf, erfassen, jeden Abgang, erfassen, welche Pferde das ich hatte. Und das ist sehr viel Arbeit. Neben den Säuen haben Rusterholz 30 Schafe. Die fressen die Wiese schön regelmässig ab. Sie suchen es dann wieder an mir rauf. Komm, schau da. Susanne geht jeden Tag einmal vorbei, um zu schauen, ob alles in Ordnung ist. Schau mal da. Oh, da ist ja ein Tränkebecken kaputt. Schau mal, das Wasser läuft. Müssen wir mal schauen, was ist denn da passiert? Jetzt. Es ist gut, wenn das wieder funktioniert. Sauber putzen. Ja, super. Habe ich es gefunden. Jetzt habe ich gedacht, ich tue aus dem Restenholz für jede Frau einen wunderschönen Spiegel anfertigen, wo ich dann das Menü draufschreiben kann. Und es ist ja lustig, die Frauen haben jedes Mal einen riesen Spiegel in der Handtasche dabei. Und dann können sie den Spiegel dann für sich privat brauchen. Susanne arbeitet fürs Leben gerne mit Glas. Sie fährt immer wieder einmal zu einer Glaskünstlerin auf die Küsnacht am Rigi, für Glasdauer oder Glasfiguren zu machen. Oder heute jetzt für die Spiegel für das Landfrauenessen auf die richtige Größe zuzuschneiden. Das ist eine Stunde, zwei Freiheit, und ich geniesse. Ich geniesse meine Familie, mein Tram zu Hause, aber ich geniesse auch mal weg.
keinen Rummel, einfach etwas für mich zu machen. Hallo! Hi Susi! Hi! Ruth Meier hat die Küsnacht der Glasboutique und hilft Susanne, dass sie ihre Ideen verwirklichen kann. Also 2 mm raus, meinst du? So. Genau, ja, so. Ja, so ist es super gut. Schön überziehen, das perfekt. Loch liegen, durchs Licht. Genau. Glas war immer eine Faszination von mir. Ich finde, wir können so kreativ arbeiten. Es gibt so viele Möglichkeiten, mit Glas etwas herzustellen. Sei das Figuren, Engel für einen Weihnachtsbaum, sei das ein Schneemann für den Garten raus, im Winter, den du beleuchten kannst. Und ich bin einig und sehr gerne das Haus immer zu jeder Jahreszeit anders dekorieren. Zurück zu Schöneberg. Jetzt gibt es Arbeit für Susanne, ihren alten Bekannten, für den Schreiner Paul Wagner. Er soll die Spiegel mit dem Restenholz einrahmen. Ja, du willst nur den, also 2 cm, das ist wirklich klobig, oder? Du hast ja mal gesagt, 5, aber... Ja, aber 2,5. So, komm, heben wir es mal an. Ich kann mal eins schneiden und 2,5. Ja, das wäre super. Dann sehen wir es mal, wie es jemand aussieht. Ich finde, 2,5 darf schon sein mit dem schönen Holz. Etwas muss Susanne aber schon noch selber machen. Das ganze Menü auf die Spiegel schreiben. Sie weiss, das wird gar nicht so einfach. 5 mm reinnutzen. Ich arbeite alles. Wenn ich will, das schaffe ich. Fertig, Schluss. Ja. Wir haben das andere bis jetzt auch geschafft. Gell? Eben, gell? Ja. Am anderen Morgen ist er Susanne, ihrem Mann, der Hans Heili, wie meistens am Morgen im Stall. Zusammen mit 2 Mitarbeitern macht er die Utensilien parat. Wie viel haben wir? Die Utensilien für einen Teil von seiner Mutter soll besamen. Wieso eigentlich künstlich? Wir machen Besamung. Und zwar müssen wir die so besamen. Weil der Eber könnte ja, heute Morgen haben wir 40 besamt, der Eber könnte das gar nicht. Also wir müssten 40 Eber haben. Und so ist das relativ einfach. Haben wir top Samen, top Qualität, beste Genetik. Wenn die Mutter so brünstig war, sind sie unruhig und haben den Drang, aufeinander aufzulegen. Darum tut sie Hans Heiri in getrennte Abteile, dass sie sich nicht gegenseitig verletzen. Ein einziger Neber hat Hansi. Und der ist nicht nur Dekoration. Den Eber brauchen wir, wenn wir Besamung machen, zum Stimulieren. Der Eber hat aber auch seine 2-3 Sprünge in der Woche. Für Susanne ist Zeit, zum Mittag zu kochen. Zur Vorspeise gibt es eine Tomatensuppe. Tomaten sind wie das meiste Gemüse, das Susanne in der Küche braucht, aus dem Garten. Es ist wunderschön jetzt um die Jahreszeit. Du kannst Salat holen, Rüebli holen, Tomaten, Gurken, Brokkoli habe ich sehr viel. Da habe ich ganz viel eingefroren. Für die Landfrauen jetzt für das Gericht und auch für unsere feine Suppe im Winter. Und die wird wunderbar, die Suppe. Einmal in der Woche kocht die 84-jährige Schwiegermutter von Susanne, Emmi, zum Mittag. Heute macht sie das Dessert, Nussleckerli.
Auch sie ist gespannt auf das Landfrauenessen am Samstag und traut Susanne, vor allem aber auch ihrem Grosskind Stefanie, einiges zu. Ja, ja. Und Stefanie hilft ja. Das ist natürlich super. Stefanie ist auch eine gute Köchin. Sie kann ihr gut helfen. Sie hilft ihr vor allem beim Würzen. Stefanie würzt immer ein bisschen mehr. Bei Susanne. Die Tomaten für die Suppe von Susanne sind am Köcheln. Ich tue jetzt gerade noch Knoblauchzehen dazu. Und dann tue ich noch ein bisschen Bölle dran und so aufkochen mit Bouillon. Und dann tue ich die gut pürieren und am Schluss noch ein bisschen entweder Mascarpone, Creme fraiche oder Xuram. Das sind Möglichkeiten, auf was dran tust. Es ist 10 ab 12 Uhr. Die Grosskinder von Susanne, Julia und Kevin kommen von der Schule heim. Aber hier zuerst probieren, bevor du das schwierig. Ich habe sie heute wirklich besonders scharf gemacht. Das Essen mit allen vier Generationen im Haus ist für Susanne wichtig und schon immer wichtig gewesen. Ja, wir konnten es auch manchmal oben abholen. Wenn sie wütig heimgekommen sind, haben wir reden mit ihnen, dass sie wieder motiviert waren, am Nachmittag in die Schule zu gehen. Und ich finde das jetzt ganz schön, dass wir alle zusammen am Tisch sitzen. So, nach der Tomatensuppe gibt es Schweinshausbraten, die Susanne 3 Stunden lang im Backofen niedergegart hat. Hier ist ein Herdöpfelstock. Von neuen Herdöpfeln ist halt nicht so gleich wie mit den alten Herdöpfeln. Ich glaube, ich habe einen Stock gekauft, zum Ausprobieren. Bei den Nina haben wir auch schon mal Stocki gemacht. Ehrlich? Bei Nina hast du mal Stocki gemacht? Das ist voll fein. Das ist besser als da. Super. Ja, genau. Die letzte Nacht hat es junge Säule auf der Ecke. Zwei Muttersäule haben geworfen, die eine 9 Pferdchen, wie man den neugeborenen Säule sagt, und die andere sogar 14. Desinfizieren. Kevin geht seinem Grossvater helfen, die Bauchnebel der Neugeborenen einzukürzen. Du kannst immer desinfizieren. Ja. Julia macht in dieser Zeit mit dem Grossi in einem 3-Geissli-Besuch. Da hat es die letzte Woche ein kleines Drama gegeben. Ja. Also das Geissli war draußen. Der Kevin wollte an jemandem das Geissli zeigen. Dann bin ich ganz schnell auf den Flip-Flop gelegt. Dann habe ich es draußen und es genommen. Auf den Arm genommen. Es ist ja normal, dass ich mir backe. Das ist mir so. Das ist ja normal. Und dann habe ich es runtergeladen, dann ist es reingegangen. Und dort sind alle drei zusammengestanden und dann ist es hier am Boden gelegen. Und ich habe die ganze Zeit immer. Also, ich habe etwa so eine Minute, 3 Minuten oder so, also 10 Minuten so brüllt. Und ich habe immer gedacht, dass es meine Schuld sei, weil ich sie ja aufgelöpft habe. Natürlich war nicht Julia die Schuld, dass das Geissli einen Herzstillstand hatte. Aber es war ihr ganz wichtig, dass es ein richtiges Grab bekommen hat. Gut. Gut. Gut.
Auf diesen Abend freut sich Susanne immer ganz besonders auf das Turnen mit ihren besten Kolleginnen in der modernen Turnhalle von Schöneberg. Rausgekommen, die Heim. Mit diesen Frauen turne ich schon über 35 Jahre. Wir haben eine wunderschöne Freundschaft miteinander. Wir turnen zusammen auf das Turmfest. Wir trainieren auf etwas Gemeinsames. Wir gehen auch zwei Jahre auf eine Städtereise miteinander. Vier Tage. Wir haben schon halb Europa abgeklopft. Wir haben es wirklich wunderschön miteinander. Im Rössli ist das Thema das Landfrauenessen vom Samstag und dass dann Vollmond ist. Also ich sage, wenn es Vollmond ist, dann dort schneller ein Rausch. Schon? Ja. Das ist ja nicht mein Problem, oder? Der letzte Tag vor dem Landfrauenessen bricht an bei der Familie Rusterholz auf der Ecke. Die Säue sind kurz vor dem Gebären und müssen darum ganz sauber sein. Die Hygiene ist das Wichtigste in den Augen von Hansi. Darum schaut er darauf, dass die Säue so sauber sind und genug Auslauf haben. Nur dann bleiben sie gesund und brauchen keine Medikamente. Susanne, ihren Tag steht ganz im Zeichen des Dekorieren für das Landfrauenessen. So, schau, jetzt komme ich mit den Blumen. Wow, so schön. Sie ist froh, dass sie mit ihrer Tochter Stefanie eine kompetente Helferin hat. Eine, die einmal eine Lehre als Floristin hat gemacht. Susanne will jetzt das Menü auf die Spiegel schreiben, das sie vom Schreiner bekommen hat. Mit was für einer Farbe würdest du die Spiegel beschriften, wenn jetzt du mich wärst? Was hast du für Farben? Silber, Schwarz, Braun oder Orange? Also Schwarz, habe ich jetzt gedacht, nein, ist hart, oder? Ich will mal Orange. Ach, wenn ich den schon geschrieben hätte, das liegt mir im Fall gröber auf dem Magen. Weißt du, was ich muss glauben? Du musst dich ein bisschen anstrengen. Schön schreibst. Nein, das hat gar keinen Platz. Ich muss viel kleiner schreiben. Du. Das sieht nicht gut aus. Meinst du ja nicht einfach einen Spiegel lang und bei den anderen könnt ihr zum Beispiel schreiben, bei deren vom Bündnerland könnt ihr auf Romanisch einen guten schreiben und deren auf Berndeutsch könnt ihr auf Berndeutsch könnt ihr einen guten schreiben? Ich schließe einfach das aufzuschreiben. Wie sehr lächerlich. Ich schieße dir. Nein, aber ich habe nicht so eine schöne Schrift. Ja. Also. Jetzt kannst du schauen, welche Schrift findest du schöner. Und die Schrift könnte man lesen? Ja. So einigermaßen. Die Schrift könnte man lesen. Die wäre leserlich. Danke. Also, fangen wir nochmal an. Halleluja, du. Nein, siebenmal schreiben, das kann ich nicht. Schau, jetzt geht es schon nicht mehr. Es ist schon eingebremst. Super. Nein, dann schreibe ich nicht siebenmal, ich sage das. Dann schreibe ich nur einmal. Und dann stelle ich den Spiegel auf den Tisch und den anderen gebe ich einfach einen guten und fertig. Es wird aber schön von der Farbe her. Ja, aber ich muss noch ein größer schneiden. Ja, musst zwischendurch, gell? Finde ich jetzt aus, darfst es gut haben. Unten durch hat es einen ganzen Haufen Schilf, kannst du von dem noch schneiden. Gut, ich kann schon holen. Hm? Aber es kommt gut im Fall so stehen. Super. Es ist Abend um 6 Uhr geworden. Susanne oder Hansi nehmen sich Zeit für eine gemeinsame E-Bike-Tour in der hügeligen Moränenlandschaft von Schöneberg. Beide arbeiten ja zwar auf dem Hof daheim, aber sie sehen dann gar nicht so viel durch den Tag durch.
Darum sind die Biketouren immer wieder das grösste für sie. Die dann uns beflügeln. Da können wir das Zeug vom Tag können wir einfach. Es fließt einfach weg. Also ich persönlich finde, eine Beziehung ist eine gewaltige Veränderung, etwas gemeinsam so zu machen miteinander. So am Abend miteinander etwas unternehmen, finde ich wunderschön. Die beiden schauen auf ihren Hof runter und das macht den Anschein, wie wenn sie es gut zusammen hätten. Er ist mein Seelenpartner. Wir waren jetzt am letzten Sonntag 35 Jahre geheiratet. Und als ich ihn das erste Mal gesehen habe, war ich sehr jung. Also ein Kind quasi. Bei den Nachbarn oder meiner Tante Kind hüten. Und dann habe ich ihm gedacht, leck, das wäre ein Mann. Hat mir einfach gefallen, hat mir imponiert. Sein Aussehen, sein Wesen, seine Ausstrahlung. Tut's mal schon. Ja, bei mir ist das noch nicht ganz so früh. Da hat viel Amor eingeschlagen. Das ist nach der RS. Nein, während der RS habe ich ihr einmal eine Karte geschickt. Und da habe ich dann ein Päckchen bekommen. Und nachher habe ich ihr dann Danke gesagt. Und habe sie einmal eingeladen. Da ist noch, in unserem wilden Tannen vorne war noch ein Kränzchen. Und da sind wir miteinander an das Kränzchen gegangen. Und dann hat das langsam angefangen, innerlich etwas verändern. Also Stefanie, jetzt könntest du mir Teller auslegen und dann in der Mitte ein Sherry-Tomätchen tun. Und dann möchte ich ein kleines Loch und ein Blättchen drin. Und das Loch unten drüber? Also musst du schauen, wie es hebt. So wirst du es besser heben. Genau. Und so tust. Samstagabend. Auch für das Landfrauenessen kann Susanne auf die Hilfe von ihrer Tochter Stefanie zählen. Oh, das du musst ganz sachte, weil sie sind so spannig drauf. Ja, so. Es haben im Fall gerade etwa 4 Stück verjagt. Nein. Muss ich frische holen? Ja, es geht nicht. Nein, kannst du keine Verjagd hinein im Fall. Schau mal, nein. Ich habe 5 Stück verjagt. Scheibenhonig. Ich habe wirklich nur einen kleinen Schnitt gemacht. Also, da muss ich noch einen Garten holen, hä? Also, kommen die Frauen. Darf ich euch bitten? Es hat überall ein Nämeli. Es steht am. Alles wird inspiziert. Natürlich auch das Geschenk von der Susanne für jede Landfrau. Ein Gläschen mit farbigen Mandeln. Vor allem aber fällt der Tisch auf. Ein uralter Tisch. Ja, das ist ganz schön. Das ist gemacht worden. Alt. Ja. Neu gemacht. Nein. Ja. Aber die Platte könnte da sein. Muss es neu alt? Für die Vorspeise steckt Susanne zuerst Brokkoli-Bäumchen aus ihrem Garten in eine Form, die sie dann mit einem Guss aus Nidle, Eier und Pfefferkäse auffüllt. Bei 90 Grad soll die Terrine dann im Steamer garen. Und jetzt kommt das Prunkstück vom Menü dran, das Schweinsteak. Das Fleisch das wird jetzt auf jeder Seite 2 Minuten abbraten. Und dann kommt das in den Ofen rein und ich das bei Mittagstemperatur garen 20 bis 30 Minuten. Je nach Dicke vom Fleisch.
Zum Schweinsteig gibt es eine Tomate mit Spinat gefüllt. Der Spinat dünstet Susanne mit Zwiebeln im Anken an und der würzt sie. Hast du gefunden? Dann muss ich ganz langsam reinbohren, wie beim Zahnarzt. Und mach es selber. Willst du eine Lismanadel nehmen? Das bringt nichts, Mama. Ich habe so ein kleines Schnittchen gemacht. Den Spinat kannst du den mal probieren? Ja. Ich habe jetzt noch ein bisschen angewürzt. Du musst mal schauen, wirst du noch mehr? Du musst 5 Tage haben. Ist immer das Gleiche. Nein, muss würzen. Muss wirklich noch. Ehrlich? Ja, ist wirklich, wirklich noch zu wenig. Aber weißt du? Am liebsten ist der bitte. Nein, es ist wirklich, wirklich noch zu wenig. Ja, aber weißt du, es ist nicht so scharf wie du. Ja, aber das ist wirklich zu wenig. Gut. Besser. Hallo. Liebe Landfrauen. Ich hoffe, ihr habt euch ein Plätzchen gefunden. Sehr schön, ja. Also, heute Abend gibt es Folgendes zum Menü. Zuerst gibt es einen Brokkoli darin, mit etwas Blattsalat. Dann gibt es etwas ganz Spezielles, ein Genusssteak mit Safranrisotto. Der Safran ist goldig aus dem Wallis, der Risotto ist aus dem Tessin. Mit einer gefüllten Tomate mit Spinat. Das ist auch alles vom Garten. Zum Dessert gibt es eine Himbeerkreation auf einem wunderschönen Glasteller. Und jetzt habe ich noch etwas für euch, damit ihr es nicht vergessen. Habe ich gedacht, ich schreibe das jedem auf den Spiegel. Dann ihr das nächste Mal, wenn ihr zu den nächsten Damen geht, habt ihr gerade den Spiegel dabei für die Handtasche. Das ist das gleiche Holz, wie der Spiegel hier ist. Es ist aus dem 18. Jahrhundert, ist von einer Schür vom Nachbarn. Jetzt wünsche ich euch einen ganz schönen Abend, einen guten und einen schönen miteinander. Danke. Danke. Die Schweinsteig, die sind der Stolz von Susanne und Hansi. Es ist speziell ausgesuchtes Schweinsfleisch, das mindestens 3 Wochen am Knochen greift und durch das mürb und zart ist worden. Unterdessen ist die Brokkoli darin fertig geworden. Ja, jetzt kannst du die Soße drauf tun. Wenn nicht alles schöne Blümchen. Jetzt kannst du gehen. Adi am Futter. Kommt das rüber? Ah! Schön langsam. Gut, kannst du das nächste Brauen? Bringe neue Terrine. Schön. Danke vielmals. Oh, jetzt ist gerade die Tomate umgekehrt. Danke. Und wie das Lebensbäumchen, gell? Ja, genau. Wie bei meinem Kabis ist es echt ein Lebensbäumchen. Auf einer Skala von 1 bis 10 können die Frauen bewerten, wie sie die Terrine mit Lebensbäumchen gefunden haben. Testen darf ich noch. Dein Kärtchen einsammeln. Lara, danke schön. Ich kenne Fleischterrine, aber so eine Brokkoli-Terrine hatte ich noch nie. Ist gut gewesen, ist wirklich gut gewesen, aber ein bisschen Geschmack, vielleicht ein bisschen zu eiig, zu mastig, ich weiß nicht. Aber hundertprozentig überzeugt hat es mich nicht. Die Salatsauce, die hat mich fantastisch gedacht. Was dann nachher, wenn man Salat gegessen hat, bei der Terrine ein bisschen fad ist dahergekommen. Aber ich habe mich gefragt, wie der Brokkoli ist in die Terrine gekommen, dass der so schön ganz ist geblieben.
In der Küche ist jetzt der Hauptgang dran mit dem Safran-Risotto. Aber wie ist es beim Vorspeisenservice gegangen? Du, aber hast du Mathe nicht den Boden runtergeschäftigen lassen? Nicht so, nicht seich. Nein, jetzt ehrlich. Wenn sie runtergefallen, was willst du? Nein, voll am Boden. Du hättest dich ein bisschen anmachen sollen. Nein, das ist immerhin. Und jetzt hast du aufgelesen von Hand, oder was? Ja, und wieder runter. Nein. Nein. Super, fängt gut an. Super. Nein, ich glaub's nicht. Das ist Hansi live. Susan, alles aufgegessen. Super. Schön. Sogar die Tomaten, die oben gefallen sind, haben sie gegessen. Nein, ich glaub's nicht. Das Kärtchen musst du noch füllen. Aber du, die Gläser verpflichten, da haben wir nicht was. Da kannst du mir zusammen. Liebe Frauen, darf ich euch rote vorstellen? Das ist ein Wein aus der Ostschweiz, aus dem Schaffhauser Gebiet, aus dem Dorf, wo Susanne herkommt. Das ist ein Assemblage von Blauburgunder und Cabernet Dorma. Dorsa. Dorsa, genau. Cabernet Dorsa. Mhm. Ein Wein aus dem schaffhausischen Löningen, nicht weit weg von Wilchingen, wo die Regula wohnt. Da ist jetzt natürlich sie als Expertin gefragt. Das ist wahnsinnig schön. Ja, das ist gut. Ja, sehr. Und den gibt es jetzt bei uns im Blauburgunderland noch nicht wirklich wahnsinnig lange. Ein paar Jahre vielleicht. Ja. Also den Wein habe ich wirklich sehr gut gefunden, muss ich sagen. Also, der war jetzt einfach ein Gedicht. Kommt etwas? Ja. In der Küche läuft der Countdown für einen Hauptgang. Das Risotto mit dem Walliser Safran ist scheinbar noch nicht ganz perfekt. Ja. Das ist ein bisschen 2-3 Minuten. Plötzlich muss es schnell gehen. Das Essen soll nicht halb kalt auf den Tisch kommen. Du musst sagen, dass es nicht ein bisschen rosa sein darf, gell, Hansi? Mhm. Unbedingt. Ja, ich sag das. So, einfach so gerade einstellen. Genau. Schnell, hopp. Kommen wir mit dem Hauptgang. Lara. Wenn ich noch geschwind etwas sagen darf, das ist ein Genussstück, das ist niedergaret, das darf ein bisschen rosa sein. Für jemanden, der das Fett nicht gerne hat, drumherum. Das Fett tut Saft behalten. Das Fett kann man einfach wegschneiden. Aber ich wünsche jetzt schon gut. Das Schweinsfleisch rosa. Nicht ganz dürre, wirklich. Ein wunderbar rosa. Ein sehr schönes Stück, weißt du? Ja, mal. Saftig, wie die Serke. Ganz ein schönes Stück, hä? Weniger mit dem Rosa. Es muss überhaupt nicht, das ist ein Name. Was? Es muss da sein. Ist weniger, gell? Ja, nein, das stimmt nicht. Ah, das stimmt, das stimmt nicht. Aha. Aber ich habe es gern, wenn es weniger dürre ist. Das Fleisch, habe ich gefunden, das hätte ich jetzt also nicht besser hergebracht. Das ist wunderbare Qualität vom Fleisch selber her und auch sehr gut gemacht in dem Niedergaren. Also gar nicht zum Aussetzen. Also beim Hauptgang hat mich vor allem die Risotto absolut überrascht. Den habe ich sensationell gut gefunden. Er war von der Schweiz mit Safran vom
Wallis, glaube ich. Und es war so knackig, einfach so, wie ich wirklich einen sehr guten Risotto erwarte. Oh, super. Ausgegessen. Ganz gut. Geil. Wow, dann sind leer. Juppie. Ich habe Freude. Jetzt kommt noch ein Supplement. Das macht nichts. Supplement, das ist immerhin das Dessert. Himbeervariationen mit sauber gemachten Herzli-Merenke. Und mit einer Mascarpone-Creme, die Himbeere, Limoncello und Nidle drin hat. Dazu gibt es ein Biskuit aus einem Schocki-Haselnuss-Teig und ein Himbeere-Sorbet, das der Stabmixer Schwerarbeit leisten muss. Jetzt. Das muss so tönen. Was? Alle Himbeere sind aus dem eigenen Garten und alles ist auf die Dauer angerichtet, die Susanne bei der Glaserin selber hat gemacht. 1, 2, 3. Steht jetzt sicher schnell. Das Herz vorher. Ja, tschüss. Gut, du musst auch jetzt 1, 2. Gut. Gut, danke schön. Esther, darf ich dich gerade? Ja. Merci. Das ist auf der anderen Seite. Danke vielmals. Merci. Das ist ja gar nicht Nidle. Ich wollte das Herz schneiden. Hast du nicht? Nein, es ist auch ein Merengue. Das ist ein Merengue. Ja, das ist immer vegetarisch, der Dessert aller Knies. Das Sorbet hat mich ganz fein gedacht, weil es nicht so süß war. Es hat mir ganz gut gepasst. Und dann mit der Creme zusammen hat es super Ausgleich gegeben. Es war fein. Und die Präsentation auf der sauber gemachten Teller von der Susanne? Ich habe es jetzt anders angeordnet. Es ist oft in jeder Vertiefung irgendetwas gehabt. Und ich hatte das anders angerichtet, aber es hat gestimmt, es hat nett ausgesehen. Aber der Höhepunkt des Essen war für die Elsbeth sowieso nicht das Dessert. Der Höhepunkt des heutigen Abends war eindeutig das Fleisch. Das war auf einem Punkt, war wunderfein zart, war ganz toll. Endlich können auch noch Susanne und ihr Helferteam den Abend ein bisschen geniessen. Er ist rausgekommen und hat gesagt, dass er eine Tomate am Boden runtergefallen. Nein, er hat gesagt, nein, um Himmels Gottes Willen. Und Esther? Sie denkt vielleicht schon an nächsten Samstag. Dann ist nämlich sie Gastgeberin der Landfrauen.